Hi und herzlich willkommen. Es sieht wieder ziemlich knapp aus. Ich probiere jetzt mal was. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich weiß es nicht. Vielleicht funktioniert's. Es hat funktioniert. Okay. Es ist so ziemlich knapp. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was Ilaoi und Ari getötet hat, aber naja. Nein. Nicht jetzt. Ich darf nicht nachgeben. Dieser Hunger. Nein, ich kann nicht. Ari. Ari, kannst du mich hören? Die Verderbnis der Saat hat etwas in mir ausgelöst. Ich war kurz überwältigt. Sollten wir uns deswegen Sorgen machen? Ich bin aus diesem Grund lieber allein. Genug davon. Du hast dich im Griff. Dir geht es gut. Und unsere Mission war wohl erfolgreich. Die Saat. Sie strahlt vor Leben. Was für eine Aura. Sie wurde gesegnet. Von der Schlangenmutter selbst. Vielleicht war das eine Prüfung. Von wem oder was, weiß ich nicht. Wir müssen uns beeilen, bevor der Nebel Maokai überkommt. Geläuterte Saat. Okay. Was ist das jetzt? Ja, cool. Okay, Spannzeiten-Teleporter also. Unterdessen. Diese Klinge, das Schwert eines Königs, sie ist immer noch scharf. Ein mächtiger Herrscher mit riesigen Armeen, genau wie du, sobald der Nebel dein ist. Sehen wir, wie seine Kraft gewachsen ist. Erwacht, mächtiger König! Ich kenne dich. Aber wo ist meine Königin? Schon wieder. Mein Herr, ihr müsst eure Kräfte sammeln. Wir finden sie bald. Er ist immer noch nicht stärker. Ich werde mir seine Magie im Handumdrehen nehmen. Wer spricht in diesem Ton zu mir? Ich bin Gangplank, Räuberkönig von Bilgewasser. Dein Reich ist tot, aber meines wartet auf mich. Deine Magie wird mein Schicksal erfüllen. Beschwöre nicht meinen Zorn mit solchen Lügen, Bauer! Was ist das für ein Amulett um deinen Hals? Bleibt ruhig. Wir werden eure Königin bald finden. Versuch nicht, mich zu beruhigen, du Wicht! Es ist mein Schicksal, sie zu finden. Er wird nicht stärker. Er ist nur besessen von seiner Königin. Ruhig, Gangplank. Diese Besessenheit ist seine Stärke. Gerade du solltest wissen, welche Macht das Schicksal bereithält. Ja, aber sein Schicksal ist verwirkt. Meins lebt noch. Ah, Gangplank. Sein Schicksal ist noch intakt. Wenn er seine Königin spürt, spricht er die Wahrheit. Du hast ihre Krone in Bilgewasser vergraben. Sie wird ihn dorthin führen und die Zerstörung wird ihm überall hin folgen. Okay. So, einmal bitte rasten. Das ist sehr dringend. Oh Mann.
Okay. Kommen wir jetzt hier dran? Rechten Seelensplitter einfügen. Der Seelensplitter passt perfekt in einer der Öffnungen. Ja, und ich weiß, wo auch der andere ist. Da oder... Vielleicht kommen wir da ja ins... mit dem Poro rein. Das könnte ich mir vorstellen, dass der Poro irgendwie vielleicht... Ich weiß halt nicht, woher wir diese Alge bekommen. Wahrscheinlich durchs Fischen. Aber das funktioniert halt gerade, wie gesagt, noch nicht. Also wir müssen auf jeden Fall wiederkommen. So, wohin sollen wir? Wahrscheinlich zum Maokai, nehme ich mal an, ne? Es war ja von Maokai zumindest die Rede. Also würde ich sagen, gehen wir mal nach Maokai. Die charmante Dame auf dem Weg zu den Schatteninseln. Hm? Ah. Braum. Ich hätte das Klopfen erkennen müssen. Darf ich reinkommen? Hast du deine Meinung über unseren Moment geändert? Ich gebe zu, das kommt unerwartet. Priesterin. Ich, nein. Nun denn, sprich. Diese Reise ist schwierig. Für Braum, aber auch für die anderen. Du, Illaoi. Braum kann sehen, dass du wie ein Schneelöwe ohne Schnee bist. Irgendwas stimmt nicht. Du hast ein gutes Auge, Braum. Ja, diese Mission ist nicht leicht für mich. Als wir Bilgewasser verließen, hoffte ich, mein Weg wäre von der Göttin gesegnet. Jetzt bin ich mir unsicher. Mai Pike befahl mir, die Göttin gegen die Buru-Lehren zu verstoßen. Aber nun fordere ich die Traditionen selbst heraus. Ich hatte gehofft, sie würde meine Entscheidung mit den Schlangenrufern segnen. Doch sie schwieg. Du hast dich richtig entschieden. Wirklich? Ich habe euch einiges nicht erzählt. Dinge, die meine Göttin völlig in Frage stellen. Ich verrate dir ein großes Geheimnis, Braum. Du musst schwören, es nie preiszugeben. Braum schwört, ein Geheimnis, das du groß nennst, muss wichtig sein. Ich wusste, dass Gangplank lebt. Nachdem Sarah ihn töten wollte, kam er zu mir. Ich habe ihn gerettet, weil die Göttin ihn für würdig hielt. Aber jetzt hat er seinen Weg verlassen. Und du hast es vor Sarah geheim gehalten. Die Göttin befahl mir, ihm zu helfen. Hätte ich es Sarah erzählt, hätte sie ihn im Krankenbett getötet. Aber vielleicht habe ich die Göttin nie gehört. Vielleicht hätte Gangplank sterben sollen und ich bin eine Schwindlerin. Braum hat eine Theorie. Die Göttin prüft dich, so wie du Gangplank geprüft hast. Und mit welchem Ziel? Wenn ich versage, ist es vorbei mit Bilgewasser. Dann wirst du sie bestehen. Wir helfen dir. Eine Prüfung für Illaoi ist auch für Braum. Bald ist der richtige Zeitpunkt, um Sarah die Wahrheit zu sagen. Braum weiß, dass du es ihr sagen willst. Deshalb werde ich euer Schild sein. Gute Nacht, Illaoi. Du könntest auch bleiben. Ein andermal vielleicht. Uns steht ein großer Kampf mit Thresh bevor. Und ich sollte allein mit meinen Gedanken sein. Du bist stark, Braum. Nicht viele sind auf diese Weise stark. Junge, ist die horny auf den Jungen, Alter. Die ist ja richtig horny auf ihn. Okay. Läuft bei Illaoi, muss ich sagen. Läuft bei ihr. Warum sitzt der in der Luft? Ist der Morgen finster, kommen die Champions. Wer spricht da? Wer bist du, Nebelgänger? Viele Monde sind vergangen, seit ich einen Namen hatte. Auf den Schatteninseln verlieren wir fast alles. Doch nicht alle ergeben sich dem Nebel. Nennt mich einfach Necre. Sehr wortgewandt für eine Albtraumkreatur. Du verstehst unsere Skepsis sicher. Der Schatten hat uns fest im Griff.
Einige wenige Seelen können ihm entkommen. Wir tun alles, um den Sog des Wahnsinns zu meiden. Er scheint tatsächlich anders zu sein. Inmitten seiner Qual strahlt seine Seele doch Ruhe aus. Auf die Einsichten einer Vastaya ist Verlass. Kennst du sie? Kennst du mein Volk? Sie besuchten uns vor der Zerstörung. Hast du sie kennengelernt? Wie waren sie? Hast du gesehen, wie sie ihre Magie einsetzten? Warum waren sie hier? Das weiß ich nicht. Sie kamen aus freien Stücken und sprachen nur mit wenigen Auserwählten. Das war's schon? Vergib mir, ich hatte mir viel mehr erhofft. Hey, hat niemand ein Problem damit, dass wir uns mit einem Nebelgänger verbünden? Ist das plötzlich in Ordnung? Wir haben einen gemeinsamen Feind. Seine Taten erschufen meinen Limbo. Und er ist euch auf den Fersen. Gangplank? Thresh? Einer von diesen Hunden? Die sind uns bekannt. Nein, der gestürzte König. Das klingt nicht gut. Richtig. Bevor er zum gestürzten König wurde, war er Viego. Ein magiebegabter Herrscher, der ein vergessenes Reich regierte. Ich war sein Berater. Viego war leidenschaftlich und beliebt bei seinem Volk. Er vergötterte seine Königin Isolde. Sie war sein Ein und Alles. Doch Viego hatte sein Königreich erobert. Er hatte viele Feinde. Und letztendlich waren sie gerissener, als er gedacht hatte. Viego konnte der mörderischen Klinge entgehen. Doch Isolde hatte weniger Glück. Sie wurde angegriffen und mit einer Waffe vergiftet. Viego befahl seinen Kriegern, die Welt zu durchkämmen nach einem Heilmittel. Schließlich fanden sie die gesegneten Inseln, deren Wasser angeblich eine heilende Wirkung hatte. Während seine Armeen suchten, sperrte Viego sich mit seiner Königin ein. Schließlich starb sie. Und er wurde wahnsinnig vor Trauer. Er ließ Rebellionen seines Volkes gewaltsam niederschlagen, hielt Isoldes Körper umklammert und wollte ihre Kammer nicht verlassen. Seine Generäle kehrten zurück, mit Nachricht über ein Heilmittel. Er segelte zu den gesegneten Inseln, während zu Hause die Dörfer brannten. Viego konfrontierte die Bewohner der gesegneten Inseln. Sie verweigerten ihm das Wasser des Lebens. Alle bis auf einen. Ein intriganter Gelehrter mit schwarzem Herzen. Der Mann, der später Thresh wurde. Thresh führte Viego zu den gesegneten Wassern tief unter der Insel. Er tauchte Isoldes Körper hinein und die heilenden Kräfte durchströmten sie. Der Schurke mit der Laterne genoss auf grausame Weise Isoldes Magie. Nur noch als schrecklicher Schatten ihrer selbst. Als Viego sie ansah, starr vor Trauer und Entsetzen, griff die Kreatur an. Die beiden versanken in der Tiefe. Und dunkle Schatten entfuhren aus ihrem Körper, als sie vom Wasser umhüllt wurden. Schmerz und Schatten durchzogen die Insel. Sie verseuchten das gesegnete Wasser und machten es zu schwarzem Nebel. Der Nebel verschlang Viego und seine Königin. Und die Zerstörung wurde entfesselt. Der gestürzte König lag lange Zeit im Schlummer. Nun sucht Thresh nach mächtigen Artefakten, die ihn aus dem Nebel holen. Er soll wieder eins werden. Gangplank, so ein Narr. Er weiß nicht, worauf er sich da einlässt. Ihr müsst das Ritual aufhalten. Tritt der gestürzte König auf den Plan, schickt er den Nebel über alle Kontinente. Eine Graunacht, die die Welt und alles Leben verschlingen wird. Gibt es noch mehr wie dich, die uns helfen? An der Küste, wo ihr ankamt, haben wir uns versammelt. Wir haben euch mit großem Interesse beobachtet. Uns also ausspioniert?
Wir mussten wissen, ob ihr überleben könnt und was ihr vorhabt. Habt ihr gut aufgepasst? Wisst ihr, was wir machen, wenn man uns dumm kommt? Spar dir die Drohungen für Thresh. Haltet das Ritual auf. Trefft mich dann an der Landungsstelle. Wir verfolgen dasselbe Ziel. Okay, klingt interessant. Und das wollte ich nicht aufmachen. Wollte ich. Oh, und dazu Schmiede. Okay, wir haben es immer noch nicht. Hallo. Das Fortune ist fertig. Meine lieber Captain, du bist zurück und du hast ein ordentliches Arsenal dabei. Man kann es kaum übersehen. Hoffen wir, dass du es weise damit umgehst. Ilaoi. Also hast du den Schlangenmutter des Götzen zurückgebracht? Fragt Kalir. Ich kann seine Gegenwart auf der Oberfläche nicht mehr spüren. Kalir lächelt warm. Hervorragend. Nicht weniger hätte ich von Nagakaburos eigenen Avatar erwartet. Braum? Ich kann jetzt nicht zu Kalir zurück. Braum hat noch kein Symbol der Reinheit. Wurde herausgefunden. Ich muss weiter suchen. Okay. Nur noch Braumfähig. Ich wollte nicht mit dir reden. Sorry, but no sorry. Okay. Also, wir sollen zu Maokai. Wir haben aber noch eine Sache, die wir in den Brunnen noch werfen können, ne? Aber wir gehen jetzt trotzdem erstmal zu Maokai. So, hallo Maokai. Erneuter Maokai. Erneuerter. Ihr habt das Gesuchte gefunden. Ich konnte die Lebenskraft spüren, als ihr die Insel betreten habt. Ja, es war erstaunlich zu sehen, was unsere Völker gemeinsam erreichen können. Die Vergangenheit bahnt sich nun einen Weg durch eine düstere Zukunft. Pflanze die Saat ein, sodass sie uns Hoffnung bringt. Dass er das erst jetzt kann. Nicht nur du. Meine Kraft kehrt zurück. Ein weiterer Schlag gegen unseren Feind. Aber jeder Schritt bringt euch der Gefahr näher. Wählt euren Weg weise. Ich fürchte, der Weg wird für uns gewählt. Ach, nehmen wir einfach einen und gehen weiter. Wartet, ich möchte euch zum Dank etwas schenken. Braum, Held von Vreljord, du bist auf der Suche nach einem Heilmittel hergereist. Du hast keines gefunden. Dennoch bleibst du, um meine Heimat zu retten. Aber sicher doch, so macht man das als Held. In all meinen Jahren habe ich noch nie ein so reines Herz gesehen. Wenn das eine Tugend deines Volkes ist, muss es gerettet werden. Das sind Blätter. Wie schön! Damals, als Frieden herrschte und die Menschen hier willkommen waren, gab ich ihnen diese Blätter, wenn sie sie brauchten. Sie nutzten sie für Elixiere, um Krankheiten zu heilen. Das Heilmittel?
Diese Blätter sind ein Teil von mir. Und in ihnen fließt der letzte Rest gesegnetes Wasser. Es ist mein Lebenselixier. Die letzte Hoffnung, dass sich dieses Land erholt und offenbar auch deine. Braum hat keine Worte mehr. Nur Braum vergießt Tränen? Wir heulen alle ohne Tränen. Nun denn, erringt den Sieg und wisset, dass ihr in Maokais Heim stets willkommen seid. Okay, das ist so süß. Okay, das ist wirklich süß. Okay, da kommt man nicht lang. Okay, ich habe keine Ahnung, ein Symbol der Reinheit. Die Festung betreten und Thresh finden. Und die Ladung neutralisieren haben wir noch. Und mal V. Wie kommt man denn da jetzt hin? Achso, hier hat sich ein neuer Weg aufgetan. Na dann! Wenn dem so ist. Das ist also Threshs mächtige Festung? In Freljord gibt es viel größere. Der Nebel hier ist unruhig. Voller Zorn. Wir sind zorniger. Hoik hat recht. Kein uralter Geist stellt sich zwischen mich und Gangplank. Zeigen wir diesem Thresh, dass sich niemand mit Bilgewasser anlegt. Ich möchte mal sagen, ich habe eine schlechte Vermutung, was vielleicht passieren könnte. Warum? Warum lässt du mich so dahin sehen? Erlöse mich, damit es vorbei ist. Du hast es schon wieder vergessen. Der Fluch hat dir das Gedächtnis genommen, weil du schwach bist. Du hast keine Ahnung, wie wichtig deine Schreie für Thresh sind. Die Qual, die du empfindest, entzückt ihn. Erlöse mich von dieser Welt. Die Geisterwelt erwartet mich. Besucher und Leben noch dazu? Wie kurios. Ihr habt keine Ahnung, welch ein Riesenfehler es war, hierher zu kommen. Aber ihr werdet es bald merken. Wir hören niemals auf. Aber wie cool. Wie die Ketten gerade. Das ist echt cool, wie die Ketten sich mitbewegen. Ich werde gerade erst warm. Schnell wie ein Fuchs. Jetzt habe ich dich in der Hand. Und nochmal. Yay! War leider nicht nochmal. Der Preis ist bezahlt. Okay. Der Kerkermeister hat einen Schlüssel fallen gelassen. Die Zelle ausschließen, mit den Gefangenen sprechen. Bitte hol mich hier raus. Öffne meinen Käfig. Ich habe die Freiheit nicht verdient, aber sie ist besser als das hier.
Negretes Tagebuch 1. Es ist ewig her, dass ich die Zeit hatte, mir über die Ergebnisse des Tages Gedanken zu machen und diese auf Papier festzuhalten. Seit der Verletzungen der Königin habe ich kaum geschlafen und überhaupt gar keine Zeit für mich aufgewendet. Ich darf mich aber nicht beschweren, denn ich hatte ja gewusst, worauf ich mich einließ, als ich diese Position von König Viego Seite einnahm. Manchmal habe ich jedoch das Gefühl, dass die Aufgabe, für die ich mich gemeldet habe, doch sich verändert und ausgeweitet hat. Und zwar alles klar, dass es sich bei Viego um einen gefühlsgesteuerten jungen Mann mit schwachen Nerven und einer Neigung zu Wutausbrüchen handelte. Doch seit man Isolde vergiftet hatte, ist er noch launischer als sonst. Die Gewölbe des Königreichs sind vollgestopft mit magischen Relikten. Die Karmaveyas Feinden entrissen wurden und Viego wütend zwischen ihnen herum wie ein Troll in einem Porzellanladen. Jeden Tag sucht er dort etwas, das die Vergiftung der Königin heilen könnte. Und jeden Tag muss ich ihn daran erinnern, dass es sich um seine königlichen Pflichten kümmert. Ich führe mein Tagebuch unter anderem deswegen fort, weil ich glaube, dass wir gerade eine für unser Königreich bedeutsame historische Zeit durchmachen. Eine vergiftete Königin und ein König, der sich vor lauter Verzweiflung vom Regieren ablenken lässt. In den Büchern, die ich als Kind gelesen hatte, stehen ähnliche Erzählungen. Im Gegensatz zu ihnen haben wir hier jedoch keinen gepriesenen Helden, der aus dem Nichts auftaucht und alle unsere Probleme löst, sondern nur Callista, die Nichte des Königs. Doch obgleich sie eines Tages die sagenhaften gesegneten Inseln entdecken mag, heißt das noch lange nicht, dass sie dort auch ein Heilmittel finden wird. Ich wusste nicht, dass Callista die Nichte von Viego ist. Background-Story bekommen, aber sowas von. Holy. Gefangene sitzen in dieser Zelle da. Mit den Gefangenen sprechen. Du siehst kostbar aus. Lass dich näher anschauen. Oh ja, okay. Gut, aber wie es weitergeht, seht ihr erst im nächsten Part. Bis dann. Bye, bye.